Zap, moin, mein Oriumstad und herzlich willkommen zurück zu Demetrios, dem Point-and-Click-Adventure aus französischem Hause, der in Frankreich spielt. Frankreich. Ja, wir müssen jetzt das hier anscheinend fertig machen für das Rezept von unserer lieben Kollegin da. Und wir brauchen noch Pilze und Eier und Honig. Und ich habe keine Ahnung, wo wir das Zeug herbekommen. Wir haben hier drinnen nicht mal eine Küche, wie es aussieht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Nee, das heißt, also wir haben keinen Kühlschrank, quasi. So. Käse brauchen wir ja nicht und sowas, ne? Das ist all so ein Zeug, vielleicht gibt es einen Müllbeutel irgendwas. Ich bin so genervt, dass ich einfach liegen lasse. Nee. Okay, alles klar. Ja, mit dem Zeug hier können wir momentan nicht allzu viel anfangen, das ist also ganz interessant. Derzeit geht es hauptsächlich Wandmülleimer, ja. Außer ein paar Sandwich-Brösel ist nichts mehr übrig. Schade. Gibt's im neben Schirmständer, da kann man nicht nachgucken. Wo kann man denn hier was nachgucken? Vielleicht gibt's hier unten noch irgendwas. Oh. Als hätte man's geahnt, oder? Riecht mir, oder? Waren diese Pilze vorher nicht da? Muss an dem Atomkraftwerk liegen. Das lässt die Pilze schneller wachsen. Ja, und wahrscheinlich noch einige andere Dinge. Aber wir haben die Pilze gekriegt. Hey! Und ich habe einen Keks gefunden. Also einen habe ich hier gesehen. Moment. Ich guck mal ganz kurz. Vielleicht finde ich noch einen zweiten auf Anhieb. Nee. Auf Anhieb nicht. Aber einen Keks habe ich gefunden. Habt ihr ihn auch schon gesehen? Da. Oh, dann habe ich sogar zwei oder vielleicht alle drei schon gefunden. Er ist feucht und voller Sand, aber es ist definitiv ein Keks. Hey, Keks. Yes, Sir. Das hier sah noch aus wie ein Keks. Nee, dann habe ich den habe ich noch nicht gefunden. Dann habe ich bis jetzt zwei entdeckt. Ja, wo ist der zweite Keks? Hinten ist das Schloss, oder da können wir nichts mit machen. Und hier ist sonst weiter kein Keks erstmal, ne? Nee. Wo ist der? Nee, das ist anscheinend nur ein Grafikfehler. Okay. Ah, guck mal, hier ist noch einer. Okay, dann habe ich jetzt alle drei gefunden. Es fehlt ein, also einer fehlt immer noch. Habt ihr den schon gesehen? Ich frage jetzt immer wieder nach. Wahrscheinlich habt ihr den hier unten schon gefunden und den hier oben habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen gehabt, aber habt ihr den dritten auch schon gesehen? Den dritten Keks. Jetzt in die Kommentare reinschreiben. Nicht vorgucken. Video pausieren. Ja? Habt ihr den gesehen? Ja, genau hier. Ich weiß nicht, ob das ein Keks oder ein Stück von dem alten Ast ist. Oh, naja. Keks, hey. Und wir haben einen alten Ast. Unmöglich. Ich kann ihn nicht rausziehen. Naja, das bedeutet wohl einen nutzlosen Gegenstand weniger in meinen Taschen. Ja, du hast vollkommen recht. Ja. Vielleicht können wir hier mit dem Typen noch was quatschen. Hey Tom, hey, hör auf so zu schreien, du verscheuchst die Fische. Okay, mit dem kann ich erstmal nichts sagen. Bis dann. Ich hoffe, du findest noch etwas Zeit, um heute zu angeln. Man kann ja auch nachts angeln, theoretisch, ne? Warte mal, wir haben jetzt gefunden noch die Pilze, ne? Das heißt, es fehlt Honig und Eier. Wo der Honig ist, wissen wir auch. Der ist nämlich hier. Was bringt es, wenn sie Honig produzieren und wir ihn uns nicht nehmen können? Diese Bienen sind unlogisch. Ich muss sie loswerden. Wir haben aber keine Zigaretten oder sowas, ne? Ich meine, wir könnten Feuerzeug... Es würde mir nichts ausmachen, das ganze Ding abzubrennen, aber was ist mit dem Honig? Ich hasse gekochten Honig. Ich suche mir besser etwas anderes zum Verbrennen, um die Bienen zu verjagen. Du kannst ein Schilf abfackeln. Björn, was zum Teufel machst du denn? Siehst du das nicht? Ich verbrenne Schilf. Das sehe ich. Ich will nur wissen, was das bringt. Naja, ich versuche die Bienen aus ihrem Stock zu vertreiben. Warum? Ja, um an den Honig zu kommen natürlich. Weißt du, es gibt viele Wege, an Honig zu kommen. Du könntest zum Beispiel das tun, was du gerade machst, oder du könntest ihn einfach im Laden kaufen. Würde ich ja, aber dieser Dieb hat mein Geld gestohlen. Und mir ist nicht danach, in einen Laden zu rennen. In Ordnung. Aber du könntest gerade ein Feuer gelegt haben. Keine Sorge, ich habe es unter Kontrolle. Ja. Ich weiß, dass die Bienen jetzt weg sind, aber ich glaube nicht, dass ich Sandra den Honig mit meinen Händen bringen kann. Willst du mich veräppeln?
Okay. Das heißt, wir brauchen also einen Behälter. Dann haben wir den Honig eigentlich quasi auch schon. Warte mal, gibt es bei Heck das Haus noch irgendwas? Warte mal, wir brauchen ja noch. Ah, ich habe schon wieder vergessen. Eier. Eier, wir brauchen Eier. Hier gibt es keine Tonnen Antiquitäten. Was ist das denn? Ist das die Alte? Hey, ich kenne dich. Du bist die Caroline, Sandras Tochter? Ja, und? Die Eier. Sag mal, du hast mir doch gesagt, du weißt, wie man auf Bäume klettert, oder? Ja, aber für dich mache ich es nicht. Na komm schon. Es gibt ein paar Eier auf ein paar Bäumen, die ich gerne hätte. Du willst Bäume? Nein, die Eier. Okay, mache ich nicht. Ja, was kann ich tun, um deine Meinung zu ändern? Wie lautet dein Angebot? Ah, nicht schon wieder. Hey, so funktioniert das Leben. Jeder Job verlangt nach einer Belohnung. Vielleicht bist du doch nicht so dumm. Aber du bist eine nervige Göre, so viel ist sicher. Was hättest du gerne? Naja, ich habe meine Mama gebeten, mir zum Geburtstag einen Tennisball zu kaufen. Aber das hat sie nicht getan. Ich habe bloß ein X-Phone 9 bekommen. So enttäuschend. Wenn ich einen hätte, könnte ich die ganzen Fenster der Nachbarn einwerfen. Das würde diesen Idioten eine Lehre sein. Ich glaube, ich verstehe, warum sie dir keinen gekauft hat. Aber wen kümmert's, solange ich die Eier bekomme? Ich gebe dir einen. Toll! Wo kriege ich jetzt einen Tennisball her? Scheiße. Ja, fragen wir sie noch über sie selbst aus. Die Stimme zerstört zwar meine Stimme, aber das ist egal. Ich habe mit deiner Mutter geredet. Ach ja? Sie hat ein paar schlimme Sachen über dich gesagt. Wirklich? Gut, dass du es mir sagst. Ich werde ein Wörtchen mit dir reden müssen. Ich bin sicher, du tust nur so, als wärst du erwachsen. Eigentlich bist du ein Feigling. Ich? Ein Feigling? Ich werde es dir zeigen. Ich liebe Horrorfilme, ich weiß, wie man auf Bäume klettert, ich habe keine Angst vor Spinnen. Und vor 2 Tagen habe ich sogar ein Bild von einem echten Dieb gemacht. Was? Wo war das? Vor meiner Haustüre. Sorry, ich bin ein bisschen abgedriftet, weil die so aussieht. Sie haben versucht, die Tür von meiner Wohnung zu knacken. Aber das ist meine. Oh, du bist also derjenige, der diese seltsamen Geräusche macht, die wir manchmal hören. Das ist nicht das Problem. Fahr bitte fort, erzähl mir mehr. Ich habe Geräusche gehört. Deswegen habe ich nachgesehen, Mama hat geschlafen. Mit meiner Spezialspionageausrüstung konnte ich mich reinschleichen und ein Bild machen, ohne dass sie es gemerkt haben. Ich sollte dir das nicht mal verraten, Mama würde mich ausschimpfen, wenn sie es wüsste. Das müssten meine Banditen gewesen sein. Zeig mir das Bild. Niemals! Gib mir das Foto. Nein! Doch, das wirst du! Seitenschattel, kleiner Bart. Nein, und ich. Sehe echt nicht ein, warum ich das tun sollte. Du wirst es tun, weil ich dich darum bitte. Also gib es mir. Auf keinen Fall. Was ist, wenn ich dir etwas im Austausch dafür gebe? Was zum Beispiel? Mal sehen, wie wär's mit einem leckeren Eis? Wie geht's? Okay, dann wie wär's mit einem Stofftier? Weiß nicht. Vielleicht, aber nicht irgendein alter verrotteter Teddybär. Dann sehe ich mal, was ich finden kann. Das Foto. Sag mal wegen diesem Bild. Wo ist es? Auf meinem X-Phone 9 natürlich. Es ist das neueste Modell. Es macht Bilder mit einer Gigaphenom XDHD-Auflösung. Okay. Aber wie wirst du mir das Bild dann geben? Du kannst es doch nicht mit deinem Handy ausdrucken, oder? Ernsthaft? Lebst du im letzten Jahrhundert oder was? Ich kopiere es natürlich auf deine Pico-VD-Card. Was ist eine Pico-Dings-Card? Du bist so zurückgeblieben. Das sind kleine Speicherkarten, die man in alle Smartphones stecken kann. Mein Handy hat keine. Was für eine Überraschung. Es hat gewiss noch eine Antenne, oder Opa? Hey, es funktioniert einwandfrei und ich kann Leute damit anrufen. Das ist das Wichtigste. Und da muss ich ihm absolut recht geben. Ich habe auch noch ein altes Nokia hier zu Hause rumliegen. Das kann gar nichts, außer anrufen und SMS. Und 4 Farben.
und Snake. Und das war das Geilste überhaupt. Snake. Bestes Spiel überhaupt. Hat mir so viele Stunden Schule vermiest. Könnt ihr es euch gar nicht vorstellen. Geil. Mittlerweile habe ich ein Handy mit WhatsApp und ja. Das ist auch alles, was drauf passt vom Speicherplatz her. Und es passt eine SD-Karte rein. Aber irgendwie nimmt er die nicht so, wie ich das gerne hätte. Tja, Pech gehabt. Was für ein Stofftür möchtest du? Keine Ahnung, du bist derjenige, der das vorgeschlagen hat, Opa. Stimmt, aber ein bisschen Hilfe wäre nett. Wäre es das? Ja, dann nicht. Es wird lustig zusehen, wie du überall suchst. Du Kleine. Keine Ausdrücke, sonst lösche ich das Bild. Siehst du? Ja, einmal hier tippen und es ist weg. Okay, 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 ich gehe überall hin. Lass mich, lass das bitte nur. Wo ist mein Stofftier? Die Mörderpuppe. Ich bin sicher, du wirst diese Mörderpuppe lieben. Ist sie nicht süß? Klar, aber so eine habe ich schon. Aber du nimmst sie trotzdem, oder? Zwei sind besser als eine, findest du nicht? Nein, ich hasse Duplikate. Ja, offensichtlich. Hey, sieh mal, dieser lustige Hase springt. Er springt überall hin. Überall und nirgendwo hin. Du wirst ihn lieben. Definitiv nicht. Ich muss echt meine Marketingfähigkeit verbessern. Ja, was solltest du? Geheimnis? Das ist aber kein Stofftier. Plüscherz. Es war schwierig, aber hier ist es. Das schönste Plüscherz, das du je gesehen hast. Wie? Was ist das denn für eine Abscheulichkeit? Ungefähr genauso wie du. Was? Es ist rot und pink? Wie dein Outfit? Ich dachte... Hör auf, Mama zwingt mich, diese furchtbaren Farben zu tragen. Okay, ich hab's kapiert. Ich such dir was anderes. Ich geh erstmal für den Plüschhasen. Hier, bitteschön. Den will ich nicht. Er stinkt. Du nimmst ihn jetzt? Nein. Verdammt. Ich stopfe dir diesen Hasen gleich dein... Ich stopfe dir diesen Hasen gleich in deinen Mund weg. Ah doch, okay, gibt's ihn. Oder noch besser in deinen... Hör auf, das Bild ist weg. Okay, okay, ich hole dir was anderes. Schwanz. Du wirst diesen Glücksbringer liegen. Behalt du ihn besser. Du siehst aus, als hättest du ziemliches Pech. Oh, was für eine süße Katze. Eigentlich bloß ein... Ich liebe sie. Was, wirklich? Ich werde mich mein ganzes Leben lang darum kümmern, bis ich sterbe. Dieses Kind hat echt Hirnschäden oder so. Oh ja. Ich nehme sie. Danke. Großartig, jetzt zeig mir das Bild. Hier ist es. Muss ich dazu eigentlich noch irgendwas sagen? Was ist das? Willst du mich verarschen? Na klar. Ich glaube, ich muss mich deutlich ausdrücken. Du zeigst mir jetzt das echte Foto sofort. Warum gefällt dir das nicht? Du... Okay, okay, reg dich ab. Hier ist es. Ah ja, wir haben also einen weiteren Beweis. Glücklich. Darauf kannst du wetten. Du hattest dir auch ganz schön Zeit gelassen. Also, wie gibst du mir jetzt das Foto? Ich habe es dir doch gesagt. Du brauchst eine Pico-WD-Card. Damit ich dir die Datei drauf kopieren kann. Okay, mal sehen. Pico-WD-Card. Ey, dass ich das hier jetzt die ganze Zeit durchklicken muss. Ich habe hier eine gefunden. Funktioniert die? Lass mich mal sehen. Hey, du hast wohl deine Brille vergessen, Opa. Auf der Seite steht Pico-WD-Card 512 GB. Und Technik, weißt du. Ich und Technik, weißt du. Also, funktioniert sie? Wir werden sehen. Hoffen wir mal, es ist... Keine dieser Fälschungen, sonst könnte ich mein Handy damit kaputt machen. Ja, das wäre bedauernswert. Und? Sie ist okay. Ein bisschen langsam, aber es hat funktioniert. Super. Yeah, wir haben das Foto. Jetzt verschwinde, Opa. Ich brauche Ruhe, um Angry Turd zu spielen. Ah, interessant. Kinder heutzutage. Also echt. Warte, wir brauchen noch irgendwas für die, ne? Ein Tennisball. Ha! Ha! Ich habe mich erinnert. Ha! Tennisball. Hallo, möchten Sie ein Eis? Aber was machen Sie denn da? Nichts, nada. Verdammt, ich kann es nicht direkt vor seinen Augen machen.
Nee, ich entferne ihn nicht. Ich habe schon genug Probleme. Ich sollte zumindest warten, bis der Typ weg ist. Cool, ich bin froh, dass die noch hier sind. Ich habe leckere Eiswürfel für sie. Ansonsten habe ich nur noch die üblichen Geschmackssorten. Schokolade, Vanille, Erdbeere. Hätten Sie heute wieder gerne einen Eiswürfel? Nehmen Sie Jahrmarktsmünzen? Nö. Pech gehabt. Tschüss. Ja. Yep. Wie kriege ich denn dazu, hier abzuhauen? Ich habe doch ein Feuerzeug. Kann ich irgendwas abbrennen? Bin ein Antiquitätenhändler. Sehen Sie den Laden da hinten? Ah ja. Diesen furchtbaren Laden. Jetzt verstehe ich es. Wenn sie nicht nur schon voll wäre, aber es ist echt schade. Leute sind zu dumm, Müll zu verbrennen, ist der effizienteste Weg. Wenn das mein Müll wäre, würde ich es tun. Okay, das wäre ein guter Test, um zu überprüfen, ob da Alkohol drin ist. Ich halte die Flammen mal ans Loch und... ich glaube langsam, dass in diesem Fass nichts drin ist. Verflixt. Ich weiß, es ist Müll, aber naja, ich mag meinen persönlichen Müll zu sehr. Okay. Wie kriegen wir den Typen denn da weg? Hallo, mal wieder. Nicht wirklich. Morgen reise ich nach Nimmerland. Tschüss. Yep. Okay. Mann, sie sind wie eine Fliege. Sie schwirren hier immer herum. Tschüss. Yep. Cool, ich bin froh, dass sie noch hier sind. Ich habe leckere Eiswürfel für sie. Okay, das ganze Gedöns wiederholt sich also. Kann ich mit der Alten nochmal reden? Du hast mich gerade genannt. Verstehst du keine Ironie? Wie auch immer. Ich brauche deine Hilfe. Siehst du den Eisverkäufer da? Der dumme Typ, der furchtbares Eis verkauft? Könntest du für eine Ablenkung sorgen? Wozu? Tu es einfach. Ich gebe dir einen Tennisball, versprochen. Wenn es um einen Tennisball geht. Okay, Opa. Ich gehe also einfach hin und lenke ihn für eine Minute ab, ja? Ja. Zu einfach, ich bin Expertin darin. Nun dann, mach. Schlurz. Hey, ich habe die Stimmlage so recht gut getroffen. Hey, kleines Mädchen, was ist los? Es geht um meine Mama. Ich habe mich umgedreht und jetzt sehe ich sie nicht mehr. Du hast deine Mama verloren? Ja. Sie ist vermutlich irgendwo hin. Irgendwo. Komm schon, ich finde sie für dich. Da, danke, Monsieur. Sag mir einfach, wo du sie das letzte Mal gesehen hast, okay? Genau da. Ach so, genau da. Sie ist ein Naturtalent. Wie auch immer. Zeit zu handeln. Tennisball. Das sollte nicht passieren, oder? Ups. Du sagst es. Oh, keine große Sache. Ich hab den Ball. Tabdur. Jetzt muss ich zu Caroline. Oh, sie kommt schon zurück. Ohne den Verkäufer. Oh, wow, das ging schnell. Ich hab's dir gesagt. Ich bin eine Expertin. Aha. Er sucht bestimmt immer noch. So zurückgeblieben. Nun, jedenfalls hat es funktioniert. Hier ist er. Toll, ein echter Tennisball. Was war das Loch da drin? Oh, das ist nur... Das ist mir egal, ich habe ja nicht einen Tennisball. Juhu. Gut. Sehr gut, aber jetzt? Was jetzt? Ich habe Opa. Hey, du hast gesagt, du würdest mir die Eier holen, wenn ich dir den Tennisball hole. Habe ich das? Ja. Oh, ich sollte manchmal wirklich meinen Mund weghalten. Diese verflixten Eier, wo sind sie? Die gibt es in der nächsten Straße da hinten, siehst du? Okay, warte hier. Als ob ich eine Wahl hätte. Das war dasselbe. Hier, nimm die dreckigen Eier. Nice. Gute Arbeit. Du bist nicht neugierig, was ich mit denen machen werde? Mann, nein. Nun, deine Mama wird mir ein wundervolles Essen damit kochen. Mit Vogeleiern? Ist das dein Ernst? Und du wirst es essen müssen, sonst wird deine Mama wütend. Oh, komm nicht in Frage. Ich werde lieber angeschnauzt, als eine Lebensmittelvergiftung zu bekommen.
Oh, du übertreibst. Ist sie nicht niedlich? Nein,